Jetzt noch der gute Feinschliff, darf ja auch nicht fehlen. So. Hier noch ein paar, hier noch ein paar, da, da. Das dürfte ausreichen. Ich bräuchte allerdings noch ein paar Rohrholzblöcke für die Außenwand. Dann schaut das nämlich recht geil aus. Das wäre doch was. Das Auge ist ja wie bekanntlich mit und meint sowieso. Was? Wie hat hier ein Zombie überlebt? Oder ist hier wieder so eine Scheißhöhle? Das kann ja was werden. Und ich kann euch sagen, Leute, hier... Ah, die letzte Aufnahme von Dragon Age lief gar nicht so dolle. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ihr das seht, oder hab ich schon hochgeladen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin so oft gestorben. Das ist schon nicht mehr feierlich. Oh. Da kann man echt sagen, boah, was ist das denn? So, vielleicht noch die zwei Bäume nehme ich noch mit. Und dann hat sich das Ganze, denke ich mal. Hopp. Ja. Da dürfte ich genügend Holz für den Aussichtsturm haben. Pflanze ich natürlich hier noch wieder. Gehört sich ja so. Weiß Bescheid, ne? Und dann geht es wie die Endproduktion. Aber erst nachdem ich das Glas abgeholt habe, das fange ich jetzt nicht wieder an mit Bauen. Mein Plan hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Ich habe wieder so viele Ideen, wie ich die Umgebung hier verzieren könnte. Hä, das glaubt man gar nicht. Aber das kommt. So, gib uns so ein Glas her. Dankeschön. Irgendwie aus wie so eine kleine Villa. Mit dem Unterschied, dass da unten Tiere drin leben und keine Menschen. Aber naja, was will man machen? Oder was anderes als immer auf die Jagd zu gehen. Lass es reichen. Scheiße. Das könnte jetzt der Untergangsblock gewesen sein. Oder? Nee. Das habe ich sogar ein zu viel gehabt. Naja, gehabt. Das ist... dahin. Ist noch eine schöne Tür hin pfeffern. Sieht die Tür eigentlich dann auch anders aus? Holztür, ja. Sieht, denke ich, identisch aus. Hopp. Hopp. Okidoki. Dann könnte ich ja eigentlich auch... Warte mal, dann hole ich direkt hier die... Steindinger. Zumindest eins. Komm, nehmen wir zwei.
Wer weiß, was ich in meinem Wahn da alles hochpflaster. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher und... Wo habe ich denn Äpfel so in der Hand? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Autsch. 2, 3, 4. Bam, au. 2, 3, 4. Oh, verdammt. Das ist jetzt blöde gelaufen. Muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte nämlich nicht vor, runter zu springen. So. Jetzt mache ich hier Tropenholz hier. Das Ganze auch ein bisschen schicker aussieht. Muss ich auch was fürs Auge haben. Außerdem habe ich dann das Tropenholz auch verwendet. Soll ja keiner sagen, dass ich nicht das Tropenholz auch verwende. Oh, verdammt. Wenn ich von hier oben runtergeblumst wäre, das wäre übel gewesen. Das wäre echt übel gewesen. Und schmerzhaft. Oh, ja. So. Kommen wir zu den Steppies. Was ist überhaupt heißen, Steppies? I don't know. So. Das ist jetzt wieder mal ärgerlich. Kann man nichts machen. Aus Stein. Da wird man auch was zu gucken, ne? Aber wenn ich das mal so sehe, ey. Boah, haben wir hier viel in Minecraft gebaut. Aber ich habe hier auch wirklich schon ein paar Stunden reingepfeffert, ey. Da soll erstmal einer sagen, ich würde mir keine Mühe geben. Den belehre ich aber eines Besseren. Was? Ich wollte schon sagen. Sag mir nicht, ich habe gleich zu wenig Steinplatten. So. Da würde ich empfehlen, nicht runter zu springen. Autsch. Sieht doch einfach Hammer aus. Zack. Ach, vielleicht mache ich das Ding hier dann noch. Scheiße. Krabbelviech auf 10 Uhr. So ist es immer schön hell. Die sind ja auch schön helle. Verdammt, das ist schwer. Fuck. Ja, geschafft. Zack. Zack.
Dann mache ich die Leiter nämlich so ein bisschen. Innen drin. Da hat man da auch mehr von. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich habe hier eben eine Spinne gesehen und jetzt habe ich hier Paras. Wie uff.